Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shop Titans. Jawohl, es ist mal wieder soweit. Ich muss noch ganz kurz hier meine Timeruhr einstellen. Los geht's, die wilde Fahrt. Ja, fleißiger Bürger. Meint er mich? Ich kann's nicht sein. Ich bin nicht fleißig. Ich bin es, König Reinhold. Du darfst jetzt meine Sprechblase anklicken. Das ist natürlich sehr nett von ihm. Ein Sonderangebot? Diesmal nicht, fürchte ich, aber ich habe aufregende Neuigkeiten zu verkünden. Die mythische verschollene Goldstadt ist erneut aufgetaucht. Dieser sagenhafte Dungeon strotzt nur so vor Reichtümern eine goldene Gelegenheit für schlaue, einflussreiche Menschen wie mich. Du musst diese Reichtümer mit deiner Gilde einfach plündern, dein König befiehlt es. Bring mir das reine Gold, das darin zu finden ist, und ihr werdet reich belohnt. Ich bin schließlich ein großzügiger Monarch. So, jawohl. Ich meine, ich hätte das Event schon mal vorgestellt und wenn nicht, ich tue es einfach ein zweites Mal, was soll's. So, also hier ist auf jeden Fall schon mal kleingedruckt Guild-Koop-Event, also das heißt in der Gilde als Koop direkt mal starten. Das Ganze geht nur 3,5 Tage oder 3 Tage und 22 Stunden, also 4 wahrscheinlich insgesamt. Ich habe nur die ersten 2 Stunden verschlafen. Nun gut, was müssen wir denn machen? Dieser befristete Dungeon bietet Gilden die gegen seinen Wächter antreten können, unglaubliche Belohnungen einschließlich eines exklusiven Entwurfs. Helden losschicken. Ach du Heiliger. Okay. So, ich habe gehört, dass man... Ach, guck mal, ich könnte hier sogar das hier... Ah ne, warte mal, da würden die aber richtig meckern. Ich habe gehört, dass man Sia mit reinschicken soll. Kann man eigentlich nur einen Helden nehmen? Und wer von euch ist Sia? Sie hier ist Sia. Na, sie einer mal an. So, gucken wir mal. Kraftbonus. Mega Kraftschub hinzugefügt. Okay, das macht scheinbar keinen. Das macht scheinbar nichts irgendwie. Schade eigentlich. Aber 100% Questbeute, das macht auf jeden Fall was. Guck mal, da können wir nämlich von 24, 36 kann ich hier mit der auf 60 gehen. Das ist doch schön. Wir schicken die 5 mal rein. 51 Minuten. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr so erleben. Wir gucken uns das Ganze nochmal hier an. Die Belohnungen ansehen. Ah ja, okay. Ja, es läuft hier immer, ne? Das ist der Gildenfortschritt. Oh, bitte erneut verbinden. Was war denn das? Ja, manchmal hat es das, interessanterweise. Ja, okay. So, nochmal zurück. Haben wir jetzt schon einen geschickt? Hell losschicken? Moment, wir wollten die Sia losschicken. Wo ist sie ja denn? Sieht an. Ist das... Ist denn sie Sia? Ist sie jetzt schon weg? Kann das sein, dass sie schon weg ist? Wartet mal. Ja, guck mal, tatsächlich, wir haben sie schon losgeschickt. Die macht nochmal extra... warte mal. Wie heißt das hier nochmal? Quest Rewarding oder so. Die kriegt irgendwie extra Zeugs. 50% mehr gefundene Komponenten bei Quests. Plus 15% zusätzlicher Angriff für die Gruppe. Sehr gut. Das ist schon mal gut. Offensichtlich können wir noch mehr Leute dahin schicken. Dann machen wir das doch mal. Hier, reines Gebiet erkunden. Die können wir auch einmal losschicken. Ja, die sind auch ein bisschen mäkelig. Kein Problem eigentlich. Warte mal, wenn wir dich jetzt hier entsorgen und dich dafür reintun, können wir dann auf... Naja, die meckern halt alle rum, ne? Ich merke schon. Na gut, dann schicken wir die auch nochmal los. Los geht's. Dann haben wir schon 2 geschickt. Das ist irgendwie so, wie ist denn das nochmal, wenn man jetzt hier, wir können mal lesen, die geheimnisvolle verschollene Goldstadt ist aufgetaucht, König Reinhold unterstützt alle Gilden, damit sie sich dort bereichern können. Sammle reines Gold, indem du die Steinwache besiegst und für... Okay, offensichtlich haben wir heute ein kleines Problemchen hier. Houston, we got a problem. Wir gucken uns nochmal die Belohnungen an. Sehr gut. Das können wir jetzt abholen, oder? Ach nee, wir haben selber noch gar nichts dazu beigetragen. Na, okay, deswegen wahrscheinlich. Hauptpreis, erreiche Niveau 27 für diesen exklusiven Entwurf, Gegenstandentwurf. Ja, schauen wir mal. Was haben wir hier nochmal? Ah, hier nochmal die Infos. Sammle reines Gold, Steinwache besiegst und es fügt den Spaß in deiner Gilde hinzu. Von der Gilde gesammeltes reines Gold schalte Belohnung für alle frei. Ja, ist halt wie immer, ne? Wir müssen selber was beitragen und der Gildentypi hier macht auch. Wir können nochmal gucken. Ob wir schon Beitragende haben? Ja, theoretisch schon, weil wir haben ja schon... Weil mir das ein bisschen viel vorkommt, 600 irgendwas. Naja.
Oh, guck mal hier. Und Diamanten 150. Ja, da wollen wir auf jeden Fall hin. Warte mal, gab es vorher schon Diamanten? Nee. Nur die Schriftrollen und dieses komische Dingsi hier. Was ist das? Persönlicher Wertungsfortschritt. Das ist irgendein Fertigungsmaterial, ne? Eine Goldkiste und ein Schlüssel, das ist gut. Also mein persönliches Ziel wäre dann schon irgendwie hier an diese 150 Dias zu kommen. Dass wir jetzt hier hinten reinkommen, da sehe ich mich jetzt persönlich nicht so hilfreich. Wir können natürlich hier nochmal... Haben wir den gar nicht losgeschickt? Komm, wir schicken die dritte Gruppe auch gleich nochmal los. Los geht's! Können wir noch mehr losschicken? Ja. Ja, theoretisch können wir noch eine Gruppe losschicken. Wir haben noch zwei. Aber das machen wir mal nicht. Ach, Freunde, was ist denn da los? Jetzt mal ehrlich. Ist ein bisschen schwierig, finde ich. Bisschen schwierig. Zumal wir... genau, jetzt schicken wir noch mal. Ah, jetzt haben wir zur falschen Schwierigkeit losgeschickt. Ich flipp aus. Ah, Platz freischalten geht nicht. Okay. Dann gucken wir mal, haben wir die jetzt alle losgeschickt? Ich habe nur vier, ja okay, vier Leute sind losgeschickt worden. Dann ist das wohl so. So, so sieht unsere Stadt aus. Ja, es gab am Ende des letzten Events, das war das mit den Drachen, das hatte ich auch schon gezeigt, da gab es ein bisschen Probleme. Denn das Drachen-Event war einfach zu Ende. Und man konnte sozusagen gar nichts machen. Also es war einfach zu Ende und fertig. Man konnte seine letzten Belohnungen nicht mehr abholen. Und da gab es bei uns auch in der Gilde ein bisschen Unmut. Denn es wäre ja schön gewesen, das einfach alles auch mit direkt abzuholen. Verschollene Stadt und so weiter. Naja. Ja gut, ich würde mal sagen, dann baue ich hier mal weiter. Ich bin dabei, ein paar Sachen auszubauen. Wir können zum Beispiel mal hier ein paar schicke Schuhe noch machen. Ah ne, das können wir nicht, dann machen wir die Klingen erst. Dann machen wir mal ein paar Klingen. So. Bei dem Drachen-Event habe ich die meisten meiner Truhen hier abgegradet. Das war auch gut und wichtig. Gleichermaßen, jetzt wenn wir hier das Öl noch mal ein bisschen erweitern. Ja. Und ehrlich gesagt, ich weiß gerade nicht, worauf ich spare. Ich habe jetzt rund 10 Mille auf dem Konto. Und habe aber das Gefühl, ich brauche die irgendwie und muss die auch irgendwie sinnvoll einsetzen. Und ich weiß aber noch nicht ganz genau wie. Ach hier, habt ihr das eigentlich schon gesehen? Hier mein Drachendings. Das war eine der Belohnungen hier, dieser schicke Drache hier. Verschiedene Ressourcen kann man da sammeln. Und auch den kann man aufleveln. Der ist jetzt schon Level 4. Den hätten wir auch aufleveln können. Dann kriegen alle nochmal ein bisschen erweiterten Platz. Ja. Ja, ist ja gut jetzt. Mein persönliches Highlight-Event ist übrigens... Warte mal, nein. Machen wir das nochmal. Also mein persönliches Highlight-Event ist übrigens das hier an der Seite. Das ist so ein ganz kleines, wo man, wenn man was fertigt, einfach zwei, also eine Chance besteht, dass man zwei Dinge bekommt. Das finde ich einfach mega geil. Einfach doppelt abkassieren. Das finde ich schon richtig gut. Ja, ich habe ein bisschen umgebaut. Voilà. Könnt ihr hier noch mal sehen, ich habe hier so eine schicke, schönere, ruhigere Ecke eingerichtet, ein bisschen Backstein an die Wand gepappert und hier nochmal die Couches und so hingestellt und ein Bücherregal. Und das möchte ich hier nochmal ein bisschen gemütlicher machen. Der Umbau ist hier noch nicht ganz fertig, aber das war ja eigentlich schon immer meine Idee, dass ich hier so ein bisschen wie so eine, warte mal, klick, dass ich hier so ein bisschen wie so ein Themengebiet reinmachen möchte. Und dazu... könnte man auch hier die Tische nochmal ein bisschen anders gestalten. Zum Beispiel könnte man die Tische so dunkel gestalten. Oder? Nee. Chill mal. Ich will mir das nur angucken, nicht gleich kaufen. Hier so dunkel zum Beispiel gibt es. Oder hier mit so einem helleren Holz. Das finde ich persönlich aber nicht so schön. So weiß lackiertes Holz. Das ist ja der Standardkrempel. Und das finde ich ganz gut. Das finde ich richtig schön eigentlich. Ich finde, es passt auch hier ein bisschen in die dunklere Ecke. Aber kostet leider 500.000. Die müssen wir uns erstmal verdienen. Und dann kann man auch mit Diamanten hier so solche Tische freischalten. Aber auch das finde ich persönlich nicht sehr schön, auch wenn die schön abgerundet sind. Oh, hier nochmal mit so einer grünen Banderole. Oder hier das. Naja, also wer es mag, soll das nehmen. Ich persönlich finde die hier wirklich am schönsten. Und wahrscheinlich werde ich mir die auch irgendwie gönnen für 500k. Vielleicht schaffen wir das in dieser Folge mal 500k zu verdienen. Mitunter gar nicht so schwierig, glaube ich. Ja, also die Frage ist, was fange ich mit meinem Geld an? Ich könnte die Möbel ein bisschen verschönern, aber ehrlich gesagt ist natürlich auch ein bisschen... Nee. Ich könnte hier mein Hauptregal... Das hier könnte ich mal wieder verbessern auf Level 12.
Ja, kostet aber 12,5 Millionen. Auch das wäre mal eine Maßnahme. Ja. Es gibt auch ein Achievement, wenn man das irgendwie auf das Maximum, glaube ich, irgendwie erweitert. Wir können nochmal gucken. Das sind meine Achievements hier. Ich muss noch Stufe 50 wählen, kriege ich eins. Auch noch eine Million verdiene, kriege ich wieder eins. Das ist gut. Hier haben wir eine lange Zeit gar nichts. Schließe 10.000 Quests ab, ist natürlich der Hammer. Ich habe ja mal gerade 1.000 abgeschlossen. Was haben wir da sonst noch? Ja, die ganzen Helden auf eine Stufe bringen. Auch ja, nicht so wenig. Einen Helden auf Stufe 30 bringen, da krebsle ich so mit der Brigitte gerade so rum. Das will und will nicht so richtig funktionieren. Das hier ist lustig, stelle 10 Arbeiter ein. Das geht überhaupt nicht, wenn man nicht bezahlt. Also einen weiteren Arbeiter, ich habe noch keinen gefunden. Vielleicht gibt es einen, ich habe ihn noch nicht gefunden. Genau, und hier gibt es verbessere ein Möbelstück auf Stufe 15. Mein Regal ist bei 11, ich müsste noch 4 Stufen. Ja, und die nächste Stufe von 11 auf 12 kostet halt 12,5 Millionen. Das ist schon meine Hausnummer, ne? Ja, und ansonsten hier verwende Ressourcen, erbeute Komponenten auf Quests, das sind wir auch dabei. Braucht halt alles, ne? 200 Entwürfe erforschen. Verbessere 10 Gegenstände maximal. Ich weiß gar nicht genau, warum ich da schon 2 habe. Naja, na gut, so ist das halt. Was haben wir hier? Schalte alle Gegenstandsarten frei. Da fehlen mir noch 4. Und auch ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, welche Art von Gegenständen man noch da freischalten kann. Muss wahrscheinlich irgendein Trank oder irgendwie sowas sein. Ja, also genau. Ich könnte mit den 12 Millionen, 13 Millionen die Tische mal ändern und hier mal das Regal schöner machen. Ich könnte allerdings auch hier hinten mal den Keller weiter ausbauen. Der will aber lustige 15 Millionen haben und hat dann quasi 4 Plätze mehr. Das ist auch eine Hausnummer, ne? 15 Millionen für 4 Kellerplätze. Die dienen halt nur dazu, dass hier das Zeugs verschwindet, ne? Dass wir hier einfach weniger haben. Wobei meine Idee jetzt war, und das sieht man hier schon so ein bisschen, ich integriere das quasi so ein bisschen in den, seht ihr hier, so ein bisschen in den Verkaufsraum. Ein bisschen plump jetzt hier. Hier zum Beispiel könnte man so eine Heiler- und Kräuterecke reinbauen. Das könnte man mal machen tatsächlich. Und dann halt ganz viele von diesen Kräuterregalen aufbauen und so. Das könnten wir eigentlich mal machen, ja. Das Problem ist nur, ich habe irgendwie zu wenig Platz aktuell. Also ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht so richtig, was wir da mit diesen Regalen hier machen. Da muss man mal gucken. Also, ja, ihr seht, mitunter ist das alles ein bisschen, naja. Ich würde sagen, fast wurde ich ein bisschen gerügt für meine Unordentlichkeit hier in dem Laden. In der letzten Folge hatte der Felix drunter geschrieben, warum ist dein Laden so voll? Irgendwie habe ich das zumindest so gelesen, aber letzten Endes, glaube ich, meinte er gar nicht das, sondern irgendwas anderes. Naja. Schade auch. So, hier geht es natürlich ab. Alle sind super beschäftigt, hier die Leute loszuschicken. Wieso haut das nicht so richtig hin? Naja, hier wurde schon von einer Stunde gemeckert. Auch schön. Ja, so eine Gilde ist eigentlich hilfreich, weil man halt immer mal wieder Fragen stellen kann. Wie funktioniert das eigentlich und so? Und gerade wenn man Menschen dabei hat, die das halt schon häufiger gespielt haben, das ist einfach echt hilfreich. Andererseits kann es natürlich auch Stress geben, wenn jeder meint, rumkacken zu müssen und irgendwelche klugen Ideen hat und vorlaut irgendwelche Dinge vorschlägt. Das ist damit unter ein bisschen schwierig, aber gut. So, den haben wir jetzt schon wieder hier stehen. Ich schicke ihn einfach nochmal los. Ach nee, es geht nicht, weil... Ja, noch ein Questplatz. Ein Questplatz könnte man kaufen. Guck mal hier, ein Questplatz für auf 45 müsste ich und dann müsste ich 15 Millionen sammeln. Gucken wir uns nochmal die Belohnung an. Ich kann immer noch nichts, ne? Krass, wie schnell wir hier so steigen. Lass mal gucken. Ja, Beitragende. Also ich glaube, an der Stelle sind die Server nicht ganz in Ordnung. Ja, mein Fortschritt ist 0. 5. Was müssen wir denn hier? 20. Gut, ich glaube, die ersten werde ich relativ schnell kriegen. Das wird nicht das Problem sein. Hier gibt es nochmal ein paar Münzen für die... Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Es gibt ja Leute, die kennen den Namen sogar auswendig, ne? Ich will jetzt mal nichts sagen, aber... Das sind die übelsten Pros. Da kann ich euch mal was zeigen. Das habe ich demnächst gesehen. Wenn man sich hier die Gildenleute anguckt, dann gibt es hier irgendwo Platzierungen. Sehr lustiges Bildchen. Also ich sag mal nichts dazu. Ne? Wer macht hier am meisten in dieser Gilde? Ich sage mal nichts dazu. Ne? So gar nichts sage ich dazu.
Ja, so ist das. In der Gilde aufgenommen haben wir aktuell zuletzt den Tor. Ja. Guck mal hier, der war vor 10 Minuten zuletzt online. Wir gucken uns mal seinen Laden an. Ich finde das sehr interessant, dass man sich die Läden anderer Leute angucken kann und dann auch mal so ein bisschen gucken kann, wie haben sie die eigentlich gestaltet. Und das ist halt typisch Tor, glaube ich. Also es passt so ein bisschen zum nordischen Typ, würde ich denken. Hier schon sehr klare Linien und eine lange und am Ende den Drachen. Finde ich gut. Ja, offensichtlich hat er hier ein anderes Truhendesign gewählt. Auch schön. Den Kamin schön versteckt. Ja, schade auch. Aber ansonsten sieht der Laden doch ganz gut aus. Und ich finde es auch gut. Warum das, oder dass das hier so voll ist. Also scheinbar offensichtlich hat er hier ganz schön viel Zeugs. Und auch verschiedenes Zeugs. Ne? Also er hat nicht irgendwie 6-mal irgendeinen Heiltrank, sondern er hat ordentlich hier umsortiert. Und hat das scheinbar auch irgendwie, hier guck mal, schön thematisch sortiert. Also das finde ich gut. Kriege ich jetzt nicht so hin. Schade eigentlich. Kann man sich mal ein paar Anregungen holen. So. Helfen tun wir. Und dann tun wir hier nochmal rein tippen. Und wem müssen wir denn hier helfen? Das ist auch ein schicker Laden. Den können wir uns auch mal angucken. Wollen wir noch abholen. Und zwar von Filia. Das ist halt schon auch ein krasser Laden, ne? Das ist halt auch schon ein krasser Laden. Auch hier wurde abgegrenzt und dann wurde hier offensichtlich schon mal ganz schön viel Zeugs eingelagert. Ne? Verschiedene Dinge. Und hier auch, und das will ich halt auch gerne sowas haben, hier so eine schöne gemütliche Ecke, wo man sich einfach ein bisschen hinsetzen kann. Ob das jetzt hier mit den Hunden und Katzen so hilfreich ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube es fast nicht. Ich glaube, die müssen halt irgendwo hier in der Mitte stehen, damit die Menschen dann vorbeikommen. Ansonsten, das hier finde ich schön gemacht. Ja, die Tische, wie gesagt, die Farben sind nicht so meins. Naja, also gelegentlich können wir uns auch mal die Läden anderer Leute angucken. Warum auch nicht? Macht doch auch Spaß. Ihr seht hier, ich verkaufe gerade nichts. Das könnte ich natürlich mal tun, aber ich möchte eigentlich auch mal den Laden voll kriegen. Zumindest mal die Regale mal wieder voll haben. Hier möchte der Klaus möchte noch irgendwas an die Donnerin. Was möchtest du denn? 9 Heiltränke und ich habe 0. Ja, das ist hilfreich. Da fällt mir ein, wir können noch mal kurz bei den Prämien gucken. Ich habe ein paar gemacht, aber wie viele Punkte habe ich? 27 Punkte habe ich gemacht. Leider sehr viele, die gar keine Punkte gemacht haben. Ja. Schade auch. Wie viele Leute sind denn das? Filia ist irgendwie verschluckt. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. 7 Leute machen nichts. Das ist manchmal so. Man kommt nicht immer dazu, dem zu folgen. Ich weiß hier nicht so ganz genau. Was ist das hier eigentlich? Beschleunige 2 Verbesserungen von Gildenmitgliedern mit Edelsteinen. Ja, das machen wir natürlich nicht, ist ja klar. Schließe 4 Grab des Sonnenquests ab. Naja. Also, da habe ich gerade eine ganze Menge gemacht. Muss ich jetzt mal Pause machen. Glaube ich. Das ist, glaube ich, manchmal ein bisschen Strategie von dem Spiel, einen so zu überhäufen mit den Dingen, die möglich sind, dass man einfach gar nicht mehr dazu kommt, irgendwas Vernünftiges zu machen. Also irgendwas, was man halt selber mal braucht. Also man ist so damit beschäftigt, vorwärts zu machen. So. Und hier ein Event und da ein Event und so weiter, dass man wirklich nicht irgendwie vorwärts kommt. Man muss sich Ziele setzen im Leben. So, jetzt fangen wir mal an zu verkaufen. Das ist auch ein Ziel. Nichts. Und hier habe ich wieder zu wenig Dingsbums. Naja, jetzt sind sie alle glücklich nach draußen. Der Laden ist schon wieder halb leer. Naja, gut, so ist das halt. So ist das halt. Also ich glaube, man könnte das so wie Tor auch gestalten, dass man jetzt hier den Inhalt bestimmt. Sagen wir mal, wir machen das weg. Und wählen dann hier... Ne, warte mal. Dann müssen wir das hier auch wegmachen. Obwohl, ihr seht schon, das war ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Kann man das halt dann so schön gestalten. Naja, vielleicht lassen wir es auch einfach so und das Ding gestaltet sich eigentlich selbst. So, du bist einmal weg. Und was will der Drachenklaus hier? Sei gegrüßt, Menschenkind. Was hältst du an der Auswahl? Die bringen immer, genau, der verkauft mir immer 5 Stück. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, 5-mal den Zauberstab. Warte mal, wir können den jetzt noch kurz kaufen. Nächstes Mal machen wir Folgendes.
Jetzt gehen wir mal auf den Markt und hauen das hier mal weg. So, jetzt können wir mal gucken, was würde man kriegen für einen 80.000, sagen wir mal 90.000 für einen Stab. Jetzt kann ich die entweder fusionieren, ja, dann kommt ein Meisterhafter raus, oder ich verkaufe die einfach. Für 80, für 81, sagen wir mal für 90.000, ach, 100.000 klingt gut. Ja. So, machen wir das mal so. Mal gucken, ob wir das jetzt rauskriegen. Dann haben wir auf jeden Fall deutlich mehr Gewinn gemacht, als wenn wir die jetzt hier fusionieren oder gar einzeln verkaufen. Einzeln verkaufen braucht halt immer auch die Energie. Ne? Das ist halt ein bisschen viel. Naja. So, hier machen wir mal das. Ja, da kommen wir auch zu nix. Da kommen wir auch zu nix. Ja, ich habe entdeckt, seht ihr hier, da geht es schon los. Ja, seht ihr, da haben wir das nämlich schon verkauft. Bams. So, und jetzt haben wir einfach mal eine halbe Million mehr. Also, ich finde, das lohnt sich mitunter richtig gut. Auch hier diese Allraunenwurzel verkaufen wir. 140.000. Ne, 140 ist ein bisschen. So, mal gucken, die werden wir verkaufen wahrscheinlich. Ich glaube, die sind schon sehr beliebt. Ja, so ist das. Ja, ich muss mich vielleicht mal mit der Sache beschäftigen, ob ich das ganze Spiel nicht auch auf dem Tablet lade. Guck mal hier, und schon verkauft. Ba, 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 ba. Toll, ne? Also dieser Markt kann mitunter echt viel. Also ich muss gestehen, anfangs war ich ja doch ein bisschen zögerlich, aber mittlerweile, es ist einfach so. Ich verkaufe da die meisten, vor allem die teuersten Sachen, weil ich einfach sicher gehen kann, dass ich da auch immer das Doppelte bekriege. So ist das halt. Und ihr würdet das auch tun, ne? Ihr würdet eure Spiele und Kuschelteddys auch für, eher für das Doppelte verkaufen. Ja. Im Kern müssen wir jetzt hier warten, bis diese 6 Minuten rum sind. Oder kann man... Ach Quatsch, nee. Hier bis diese Minuten hier rum sind. Drei, oh Gott, 30. Ja, ist natürlich eine Menge. Ah, wir können noch ein paar... Lass uns noch ein paar Dinge aufmachen. Wir haben ein paar Truhen. Wir machen mal ein paar Truhen auf. Ich habe ein paar Schlüssel gesammelt. Also los. Gucken wir mal, was kriegen wir wollen. Ja, yeah, nice. Ja. Ja, wundervoll. Ah, fantastisch. Gut, das sind diese nichtssagenden Kisten. Wie heißen die überhaupt? Nichtssagende Kiste wahrscheinlich. Ein EP-Trank. Ein Hammer. Leuchtblitze. Realität sammeln. Ja, die Gildenleute, die meinen irgendwie, dass man bei dem Gold-Event möglichst viele Federn einsetzen soll. Yeah, Hammer, Münze, dreimal. Nice. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, ob sich das lohnt. Ich habe 16, glaube ich. Aber ich würde nicht alle einsetzen. Aufstiegsschriftrollen. Die müssen wir auch mal vergeben. Sehr gut. So, jetzt zwei Eistruhen. Schauen wir mal. Beutehorn, sehr gut. Kraftsamen und Edelsteine. Sehr gut, diese Beutehörner sind gut. Und nochmal Edelsteine. Und EP-Schub, das ist gut. Für die Quests ist auch sehr schön. Ui, ein exklusives Goldschild. Wow, das können wir jetzt mal fertigen. Nice. Hier oben sind ja immer die... Da kann man draufklicken, wie viele von den Dingern haben wir schon, von diesen Entwürfen, die es in den Kisten halt gibt. In dem Fall eine von 6. Ich habe, das war's glaube ich, ne? Mehr habe ich glaube ich gar nicht. Naja, hier guck mal, ich habe eine goldene Truhe, da könnte ich mal einen Schlüssel für bekommen jetzt bei dem Event. Muss mich mal anstrengen, glaube ich. Ja, beim letzten Mal habe ich auch gezeigt, wie man die Truhen verkauft. Wenn man mal dringend Geld braucht oder so. Jetzt gucken wir uns mal hier den Entwurf an. Sehr schön. Das erste, was wir machen, wir klicken auf das i und gucken. Okay, für 7.000 verkaufen. Na, Wahnsinn. Was ist das denn hier für eine Meilensteine? Achso, ja, hier, genau, das kann man, man kann das hier, naja, das muss ich auch mal machen. Ja, es gibt einfach so viel zu tun, ne? Und es gibt einfach so wenig Zeit. Wahnsinn. Freunde der Nacht, wir machen jetzt an der Stelle Schluss für heute. Ich sag mal vielen Dank fürs Zusehen, aber ich sag jetzt schon, die Folge, die es in der nächsten Woche geben wird, ja, nächste Woche, die wird jetzt unmittelbar direkt nebeneinander, also nacheinander, nach dieser hier jetzt aufgezeichnet.
Warum ist das so? Ja, das ist deswegen so, weil in der nächsten Woche wird es unfassbar heiß werden und da werde ich nicht am Rechner sitzen. Wenn es so heiß ist, werde ich nur ganz gelegentlich zum Rechner marschieren, kurz was tippen und dann wieder weg. Und ich werde mir keine Kopfhörer aufsetzen und ich werde auch nichts aufnehmen. Von daher seht es mir nach, aber es ist halt Sommer. Da ist halt alles ein bisschen weniger. Ne? Und deswegen werde ich diese Woche einfach schneller hintereinander aufnehmen. Genau. Also, wie gesagt, die Folge in der nächsten Woche ist jetzt unmittelbar danach aufgenommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ihr könnt mir gerne mal einen Kommentar da lassen, was ihr noch so sehen wollt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüssing.